herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. So, die Nacht habe ich beim Sepp auf dem Hof geschlafen. Ich weiß gar nicht, wo der gerade hin ist. Ah, hier hat er auch schon Holz abgelegt, okay. Ich wollte gerade mal den Händler anrufen. Hallo? Hallo, Herr Peter. Ja. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt mit einer Bestellung. Ah ja, genau. Genau. Die wäre ziemlich dringend, damit ich meinen Beruf endlich mal ausüben kann. Ziemlich dringend. Bin ja seit gestern der neue Förster. Der Bürgermeister hat mir das ja zugestanden. Mhm. Das bin ich noch am Überlegen. Ich habe Ihnen die Konfiguration und alles per E-Mail geschickt. Das ist eine Subventionierung im Moment erstmal über den Händler, über die Stadt. Über die Stadt. Also, nee, die Fahrzeuge gehören dann schon mir, aber die finanzielle Seite läuft erstmal über die Stadt. Jo. Okay, gut, dann wäre, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal. Wenn Sie fertig sind, können Sie mir ja kurz per SMS Bescheid geben, dann komme ich um, hol das Zeug ab. Wie dringend ist es denn? Sehr dringend. Sehr dringend. Ja, weil... Dann möchte ich das jetzt bestellen. Das wäre optimal. Wenn alles da ist, dann geben Sie mir Bescheid, dann komme ich vorbei und hol's ab. Okay. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, gut. Das haben wir gemacht und ich muss noch den... Oh, ich bin jetzt gar nicht drin. Ich muss noch den Knoll nochmal anrufen. Den muss ich gleich auch nochmal anrufen. Oh, ich muss gerade mal gucken, ob wir die richtige Länge eingestellt haben. Haben wir nicht. So, dann rufe ich gerade nochmal den Knoll an. Grüß Gott, Herr Wohner. Hallo, Herr Knoll. Grüß Gott. Ihnen ist, glaube ich, wieder rausgegangen, dass Sie mich letztes Mal nicht bezahlt haben. Für den Transport von dem Scorpion King. Werde ich gleich machen. Ja, das wäre nett. Werde ich gleich in den Weg werden. Danke. Wegen ja. Arbeit. Ja. Arbeiten Sie jetzt? Ich schnippel hier mal ein, zwei Bäume. Okay. Wenn es geht. Dann weiß ich Bescheid. Perfekt. Bis der Händler meine Bestellung ausgeführt hat. Mhm. Er hat einen Auftrag. Okay. Okay. Ja, dann passt. Ich gebe Ihnen dann später die Anzahl einfach durch. Wie gehabt. Jo, passt. Gut. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. So. Kriege ich den Baum hier jetzt raus. Da haben wir schon fast den nächsten Unfall wieder. Diese Bäume sind aber auch ein bisschen blöd manchmal. Ich muss mal gerade den Sepp fragen, ob ich das hier weiter abladen soll. Sepp? Ja? Soll ich die Bäume weiter hier abladen oder woanders hin? Ja, soll man einen neuen Haufen anfangen, oder? War gescheiter vielleicht. Ja, und wo? Da unten, wo der andere Harvester steht. Ach so. Okay, dann lade ich dir den einen hier noch ab, sonst muss ich den wieder runterbringen. Das wird kompliziert. Gut. Aber es könnte vielleicht sein, dass die Bäume da auch kühlen. Ja, guck ich, dass nicht passiert. Ja. Gut, bis dann. Passt. Bis Ciao. Dann. Okay. Da muss man manchmal über gerade mal nachdenken, ob man den Bau versteht oder nicht. Oh. Mach ich gerade den einen Baum hier hin.
Wenn er die woanders haben will, dann machen wir das so. So. Gut. Dann hoffe ich mal, dass der Händler schnell meinen Auftrag fertig macht. So. Ein Baum. Wir müssen ja die Bäumchen wieder zählen. Hallo, Herr Knoll. Grüß Gott, wegen der Überweisung, wegen der Geldüberweisung. Ja. Ich kann Ihnen das derzeit nicht überweisen, weil ich keinen Zugriff auf das Konto habe. Ah, da die wurde irgendwie Bank mal wieder. Ja, genau. Okay. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber Sie kriegen auf jeden Fall das Geld. Okay, was haben wir denn da ausgemacht? War wieder ein Transport von Ponze. Letztes Mal haben sie 5.000 Euro bekommen. Deswegen kriegen sie diesmal 6.000 Euro. Okay, gut. Dann notiere ich mir das mal für die schlechten Zeiten. Okay. Gut, passt. Danke. Gut, passt. Ciao. Ciao. So, okay, 6.000. Dann sind wir schon. Haben wir unser Konto dann nur auf 40.000. Das ist ganz stattlich. Der Baum. Muss mal gucken, dass ich die hier auch ordentlich rausziehe. Ich probiere hier einen schönen Haufen für den Step abzulegen, aber ich kann nichts versprechen. Kann ich hier irgendwie... Das ist nur die Kamera. Ah ja. Okay. Man lernt immer wieder was Neues hier in dem Ponzi. Okay, warte mal, was muss ich denn noch? Okay, jetzt kam die Gutschrift. Super. So. Das war der... Der vierte Baum. Einer oben, drei hier, dann ist das ja schon der fünfte. Fünfte Baum. Heute lege ich ein ordentliches Tempo vor. Müssen wir es auch nicht mehr da hochbringen zu dem Dings da oben. Sechster Baum. Hoffe mal, dass ich richtig zähle.
glaube, ich mache mal 10 Bäumchen noch. Hallo, Herr Peter. Hallo. Ihre Gerätschaften stehen am Händler. Das finde ich aber komisch. Was? Okay. Ja, die komme ich gleich abholen. Ja, ich habe ihn auch schon ein bisschen zusammengerückt, weil das ist echt gerade ein bisschen voll da. Okay, darf ich ihn das zur Seite gestellt. Darf ich kurz fragen, ob die gerade über welches Konto sind denn die gekauft worden? Das Stadtkonto. Okay. Gut, dann passt erstmal. Ich komme dann in den nächsten 10 Minuten. Spätestens in einer halben Stunde komme ich vorbei und hole die Sachen ab. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, danke. Bitte. Tschüss. So, das ist schon mal gut. Schlecht ist, dass es vom falschen Konto abgegangen ist, weil das sind ja eigentlich meine Gerätschaften. Ja. Ja, was ist denn mit dem Baum hier los? Ah, jetzt. Hallo? Hallo, Volker? Ja. Hier ist der Jürgen. Ja, was ist los? Ich habe gehört, du hast hier Fahrzeuge gekauft. Ja. Hast du denn schon einen Hof? Ja, den Dreier. Den Hof Dreier. Hast du irgendwas zum Bauen? Ja, da hätte ich tatsächlich was als Auftrag. Weil wir haben nämlich momentan nichts zu tun. Ach, das ist ja schlecht. Ein bisschen Geld verdienen muss man ja schon, gell? Ja, der Bürgermeister ist nicht da und deswegen wollte ich jetzt mal mit dem Auftrag ein bisschen warten. Okay. Ich setze gleich ein paar Zäune noch, aber dann warte ich mit der Halle erstmal, bevor da sich noch was ändert und die Halle steht schon. Ja, ja, nachher ist er damit nicht zufrieden, das wäre ja doof. Ja, die Zäune sind jetzt schnell abgerissen. Ja, also ich hätte tatsächlich was und zwar habe ich gesehen, es gibt so, so fertig Häuser, so kleine, kennst du die? So Wohnwagenhäuser. Ja. Kennst du die? Die so ähnlich wie Tiny Houses. Davon hätte ich gern eins. Ja. Soll ich dann nachher mal einfach runterkommen? Du kannst mal eins schon aufladen, wenn du willst, und mit runterbringen. Wenn das so schnell geht. Ich muss nämlich. Ja, das sind halbe fertig. Ja, genau. Also Container. Die stellen wir uns einfach nur in den großen Anhänger hinten rein. Und dann musst du ein bisschen Beton. Ja, ein Fundament, gell? Ja, genau. Ja, das ist nämlich geschickt, weil ich muss jetzt zum Händler. Ja. Und dem gerade mal meine Sachen abholen. Und dann würde ich nämlich direkt schon runterfahren. Dann können wir die Position ausmachen. Ja, oh, da vorne fährt die Polizei dann wieder. Dann treffen wir uns bei mir. Ja. Okay, okay, ich fahre das gerade dann holen. Jo, bis dann. Bis später. Ciao. Morgen. Ja, bitte. Sepp? Ja, ich komme vorbei. Ah, ja. Du bist am Telefonieren. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Sepp? Ja? Ich habe dir da hinten nochmal 10 Bäume gefällt. Ja. Ich muss jetzt leider los. Ich muss meine eigenen Sachen mal zum Hof bringen. Ich würde später eventuell dann nochmal vorbeikommen und dir hier ein paar Baumstümpfe entfernen, weil das ist ja langsam Katastrophe. Ja, okay, passt. Okay, gut. Also bis später, ciao. Ciao. So, gut.
Wie muss ich denn zum Händler latschen, ey? Ich weiß gar nicht, wo mein Auto steht. Oder steht der LKW noch vom Ding? Vom Bauhof. Ich glaube, ich nehme den kurz. So, komm mal. Hallo. 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 Hallo, Herr Varuna. Ich habe eine Frage, und zwar, wissen Sie, wo man hier in Schwarzingen Felder kauft? Also, bei wem, oder? Na, eigentlich übers Grundbuchamt. Also so kenne ich's. Über den Bürgermeister eigentlich. Wenn der nicht da ist, dann... Aber der ist leider in Urlaub. Ach so. Dann müssten Sie mal gucken, ob der Bauhof Ihnen da weiterhelfen kann. Also das Ding ist, wir bräuchten halt unbedingt die Felder jetzt. Ja, da müssten Sie mal mit dem Herrn Rasex sprechen. Jürgen Rasex. Ja, danke. Bitte, danke, tschüss. Tschüss. Das war jetzt ein Konferenztelefonanruf, das ist ja auch interessant. So. Oh, da ist noch die Baustelle offen. Holla, die Waldfee. So. Ich stelle den gerade mal hier. Oh, ich muss aufpassen. Inzwischen ist auch die Polizei in der Haus. Fahren wir mal schön gemütlich 70 hier. So. Ich glaube, es waren 10 Bäume. Vielleicht waren es auch 11, aber... Hoppala. Manchmal habe ich hier so ein paar kleine Problemchen. Vielleicht. So. Hier, da hat. Oh, der hat sogar. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, die Biobells fehlt noch. Wo ist denn die? Ah, die ist noch da. Okay. Gut, dann fahre ich gerade mal. Ah ja, Schlüssel steckt. Super. Ja, warte mal. Ich muss dem Händler schon noch Danke sagen hier. Für was sie eingekauft haben? Hans-Peter? Ja. Einen Moment. Ja, ich muss einfach nur mal Danke sagen. Mehr wollte ich gar nicht machen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Vielen Dank. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So. Ist ja ein Schmuckstück hier. Das ist jetzt unserer. Sauber. Schauen wir gerade mal. Der hat alles rangepackt, was nur ging hier an den... Machen wir gerade die Rundumleuchte an. Über einen Überführungstransporter dürfen wir die anhaben. So. So. Ich muss mal gerade die Frequenz beim CB-Funk einstellen. Herr Varuna? Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Wissen Sie zufällig, ob man in diesem Augenblick in die Stadt rein darf? Oder... Nee, keine Ahnung. Nee, weil ich bin gerade noch außer der Stadt und ich würde jetzt gerne rein. Und darf man das schon? Ach so, meinen Sie das? Gleich, eine Sekunde. Ich glaube, Flugzeug ist in zwei Minuten angedacht. Herr Varuna? Oh. Okay. Jetzt regnet es, ich muss Dachfenster zumachen. Herr Varuna? Ja, Hofer.
Hallo. Ja, meine Kameramänner sind schon seit 20 Minuten unterwegs. Ja, meine auch, aber irgendwie hat keiner Stopp gesagt. Deshalb an diesem Ende, sage ich mal allgemein auch für den Harry Hofer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.